Und wir haben noch ein paar Fragen an Pankows Bezirksbürgermeister Matthias Köhne. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Köhne, Nazis aufs Maul, dieses martialische Foto, das spielte heute gar keine Rolle auf der Pressekonferenz. Warum eigentlich nicht? Uns geht es darum, hier einen friedlichen Protest zu organisieren in Pankow gegen die Nazi-Demonstration. Und wir rufen nicht dazu auf, hier irgendwelche Gewalttätigkeiten zu machen. Und ich glaube, je mehr Leute kommen, die friedlich demonstrieren, desto weniger spielen derartige Fotos auch eine Rolle. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil Sie eben mit vielen demonstrieren wollen, unter anderem ja auch mit der antifaschistischen Linken. Und deswegen schauen wir uns das Foto doch ruhig noch mal an. Wir sehen es jetzt. Wie friedlich sieht für Sie diese Bewaffnung aus? Das sind nicht die Leute, die wir haben wollen auf der friedlichen Gegendemonstration, sondern wir brauchen ganz viele Leute, ganz normale Menschen, die etwas haben dagegen, dass hier Nationalsozialisten, alte oder neue, in Pankow, in Berlin auf die Straße gehen. Und es ist ganz klar, wir wollen diese Gewalt nicht. Je mehr friedliche Demonstranten kommen, desto weniger besteht auch die Gefahr, dass derartige Ausschreitungen hier überhaupt eine Chance haben. Ja, aber das ist doch die zentrale Frage, ob Sie auch verhindern können, dass es zu Eskalation kommt. Die Eskalation kann nicht dadurch verhindert werden, dass wir hier sagen, bestimmte Menschen dürfen an Demonstrationen nicht teilnehmen. Es ist völlig klar, dass diese auszuschließen sind. Diese Demonstrationen wollen wir nicht. Aber nun muss man natürlich die Frage noch mal so stellen. Fallen Sie dann mit Ihrer Kritik an der Polizeistrategie nicht genau denen in den Rücken, die es verhindern wollen, dass es zu schweren Ausschreitungen kommt? Nein, ich bin sehr unzufrieden über die jetzige Situation, weil wir 2 Tage vor der Demonstrationen der NPD und anderer Leute nicht wissen, wo überhaupt diese Demonstration stattfindet. Ich kann nicht dazu aufrufen, zu friedlichen Gegenprotesten zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort, weil wir hier hingehalten werden und nicht wissen, wo das sein soll. Deswegen kann ich nur sagen, Leute, kommt alle, geht friedlich spazieren in der Bornholmer Straße. Aber Herr Köhne, hat die Polizei nicht sicher gute Gründe, die Demo-Route jetzt noch nicht zu verraten? Mutmaßlich könnte es ja sein, dass sie dann mit den Rechten versucht, eher fertig zu werden und sich dann auf andere Brennpunktgebiete konzentrieren will. Was ist so schlimm an dieser Strategie, dass Sie es nicht verstehen? Ich befürchte eher, dass diese Strategie dazu führt, dass diese Demonstration der Nationalsozialisten durch die Straßen geführt wird. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass viele Menschen auf der Straße sind, dass sich diese Demonstration überhaupt nicht bewegen kann. Und das, glaube ich, ist eine falsche Strategie, die die Polizei hier fährt. Wenn aber viele Menschen sich, und da schließen wir ja alle ein, gegen rechts organisieren, kommt noch mal die zentrale Frage. Können Sie verhindern, dass auch Unschuldige dann in schwere Ausschreitungen mit reingezogen werden? Niemand kann verhindern, was passiert. Aber wir wissen ja gar nicht, wo, wann, was passieren soll. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem einer ganzen Organisation dieses Tages. Und Sie glauben, wenn man es wüsste, dann würde es nicht dazu kommen? Das kann ich nicht ausschließen. Eine Logik, die man vielleicht auch nicht so nachvollziehen kann. Dankeschön für das Gespräch. Matthias Köhne war das, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Bitte schön.